Mutter ist nicht gut. Besonders wenn man sich dann auch noch im Suicide Room befindet. Da waren wir heute auch, allerdings nicht im Wirklichen, sondern wir waren in dem Film The Suicide Room eines polnischen Regisseurs. Und da wurde ganz schön dicke aufgetragen, möchte ich mal sagen. Ein Junge, der von seinen lieben Mitschülern, Mitabiturienten im Facebook ein bisschen gedisst wurde und gemobbt wurde, hat sich überlegt, so, ich suche mir jetzt meinen Trost im Internet und ist dann prompt in diesen Selbstmordraum, einen Chatroom gelangt, in dem er dann auch noch in eine Fantasy-Avatar-Welt entfliehen konnte und traurigerweise war seine Liebe und Bekanntschaft, die er da gemacht hat, eine, die ihn dann in den Selbstmord getrieben hat. Das ist jetzt mal die ganz kurze und rough Zusammenfassung dieses Films. An sich eine nette Idee, aber wie gesagt, ganz schön dick aufgetragen, geschrien, gebrüllt und ein fetter Musikteppich drüber gelegt, drunter gelegt, zugekleistert, alles da damit. Also für meinen Geschmack war es ein bisschen viel für eine ziemlich nette Idee eines Films, der ja eigentlich nur eine Botschaft hatte. Finger weg von zu viel Computer. The Mortician. Ja, hört sich interessant an und klang auch im Programmheft sehr interessant. Ein immer penibel korrekt gekleideter Schwarzer versieht seine Arbeit als Leichenpräparator und auch Gerichtsmediziner, arbeitet äußerst schweigsam, entfernt Kugeln aus Leiche. Und er macht das mit so einer Akribie und auch so einer Hingabe, aber gleichzeitig auf so eine verschlossene Art, dass man doch glaubt, er hat irgendein Geheimnis. Und das hat er auch. Und er kommt nicht umhin, schließlich sich mit den Toten, die er da vor sich hat, zu befassen und wird selber in eine Geschichte verwickelt, die nicht immer angenehm ist, die aber letztendlich für ihn eine Art Befreiung bringt. Ja, ein Film, der angekündigt war als epische Science-Fiction-Story in 3D, deshalb auch hier die 3D-Brille. Ja, ob 3D wirklich notwendig war, sei mal dahingestellt. Man muss positiv sagen, es war ein Film, der keine 3D-Effekte um ihrer selbst willen bringt, der also nicht übertriebene Sachen auf einen zufliegen lässt, der aber andererseits auch gerade was die Leiche angeht, manches in 3D zeigt, was man nicht unbedingt so sehen müsste. Also sei mal dahingestellt, sei auch dahingestellt, ob es sich gelohnt hat, für den Film eine Stunde in der Schlange zu stehen. Er war sehr pathetisch, ein ganzes Stück weit, mit sehr viel cooler Musik und es war alles sehr cool aufgeladen einfach. Grundsätzlich vielleicht keine uninteressante Story, aber ein bisschen anders inszeniert hätte mir es besser gefallen. Das waren zwei Filme für heute. Morgen kommen drei. Ich hoffe, da wird es noch mal ein Stück besser.